Hallo miteinander, hier spricht Tom Lopp. Es ist Montag, der 30. März 2020, 8.55 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Green Garden zu begrüßen, Rüdiger. Wenn ihr ihn seht, heißt ihn bitte ganz herzlich willkommen. So, zum Schluss hätte ich noch einen wichtigen Hinweis. Das steigende Interesse am Inselleben ist wunderbar, unsere Einwohner werden immer mehr. Green Garden blüht regelrecht auf, ja, ja. Unser Ziel ist es wie immer, euch den Top-Service zu bieten, den ihr verdient. Daher wird das Service-Center in ein angemessenes Gebäude umziehen. Dieser Umzug wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, deshalb haben wir morgen geschlossen. Bitte kümmern euch noch heute bei Bedarf um verlorene Gegenstände und den Krimskramskiste. Falls nötig, nutzt das Nook-Portal, solange es verfügbar ist. Gut. Das war alles und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Okay, haben wir einen Tag Aussetzer dann. Darauf habe ich ja gewartet. Und ich habe gestern... Achso, ja. Stimmt. Ich habe gestern ein bisschen aufgeräumt. Wir wollen ja... Ich will ja ein paar Mauern ziehen. Und da dachte ich mir gestern, das mache ich ein bisschen offscreen. Schön alles eingepackt, die Bäume auch überall woanders hingesetzt. Nooks Meilenprogramm. Vielen Dank, dass du das Nook Meilenprogramm, das Meilenprogramm nutzt, das Portal oder das Meilenprogramm nutzt. Zusammen mit unseren Nachrichten erhalten Sie den bestellten Artikel. Wir hoffen, Sie bleiben auch weiterhin treu. Was für ein... KK Parade. Oh, das war der. Was war noch das? Look Phone Gestaltungskit. Okay. Hä? Ich meine, klar, ich weiß, dass ich es mir geholt habe, aber ich dachte, das wäre irgendwas. Ablegen. Kann ich es benutzen? Ich kann drüber hinweglaufen. Hä? Hey. Okay, Parade. Berglieb, ausschalten. Nein, das wollte ich auch nicht. Wo war denn das? Hä? Ah. Komisches Lied. Haben wir noch irgendwas zum Einlagern? Ah ja, genau. Wir müssen mal schauen, was die Rüben machen. Look for ein Gestaltungskit. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Okay, schauen wir mal, was die Rüben wert sind. Wir haben insgesamt für 100 Rüben 10.000 irgendwas gezahlt. Mal schauen, was die Zeug wert sind. Und wir müssen unseren Rüdi gerne mal besuchen. Jetzt dachte ich, die macht das mit dem Rüssel. Das wäre lustig gewesen. Das Tage ist Holzwerkzeugkasten. Kann ich den überhaupt schon kaufen? Bauen? Ein Futon, oder? Ist das ein Futon? Ich habe keine Ahnung. Rübenpreise. 74? Scheiße, ich habe 107 dafür bezahlt. Penne. So, so. Alter, ich krieg so viel Sternis dafür. Das ist ein Tatami-Bett. Ah, okay. Wie viel? Oh, nehme ich. Brauche ich das Mikroskop? Nein, brauche ich nicht. Geh weg. Okay. Ja, bla 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 bla. Okay, Rübenpreis ist heute scheiße. Wir haben 100 Stück gekauft, ne? Ich hoffe, wir können mit einem guten Gewinn wieder weg, ey. Da müssen wir jeden Tag nachschauen. Der ändert sich auch zweimal am Tag. Oh. Wer war ein Rüdiger eigentlich nochmal? War das ein Nilpferd? Haben wir überhaupt schon mal ein Nilpferd getroffen? Ich glaube, es war ein Nilpferd.
Ah nein, das war ein Nashorn. Wer bist du denn, dass du mich direkt nach meinem Einzug begrüßen kommst? Rüdiger heiße ich. Ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde. Habe ich den gar nicht angeworben? Stell ich alles hin? Ganz wichtig. Snacks hoch. Ich weiß nicht, wohin mit deinem Möbel. Das ist echt schwer. Okay, tschüss. Ciao, Rüdi. Rüdi, der Rüdiger. Rüdi, der Rüdiger. Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir jetzt? Mal schauen, ob der Gulli wieder da ist. Nein, ist er nicht. Und wie schaut sie aus? Nope. Ja. Warte, aber müsste nicht auch das Geschäft offen sein jetzt dann? Das. Ah, fuck, da ist er. Lass mal ihn erstmal ohnmächtig weiter rumliegen. Am Strand, im Wellenlauschen und so gefiel mir diese fetzige Bastelanleitung ein. Katrin. Muschellampe. Ah. Alles gut, steh auf. Ja, hab einen Schuss Zwieback abgeschleckt. Musst du die Haltbarkeit prüfen. Oh, ein Sturm braucht sich zusammen festhalten, Männer. Art Steuerbord. Weich Backbord. Fast den Mast. Ich will kein Strandgut sein, lieber Treibgut. Das klingt dynamischer. Ist das ein Depp, ey? Schnarchgeräusche und so weiter. Angerfeld ist wohl noch müde, es soll ja doch schlafen. Schmatz, schmatz. Hä, wie viele macht denn der? Nein, ich will nicht zurück in den Weltraum. Das ist das Dunkel und Kalt und... Was? Ich bin gar nicht im Weltraum. Huf. Gute alte feste Erde hat mich wieder. Oder bist es denn so, dass hast du mich etwa gerade wachgeschubst? Danke und au. Ich hab dermaßen Schlagseite. Was war das? Mit dem Schutz über Bord den Kopf gestoßen haben. Vielleicht geht der Schmerz beim Reden weg. Au, au, schneien, lachen ist schlecht, ganz schlecht. Wenn mir bis der Schmerz nachlässt, du siehst aus, als hättest du nichts Besseres zu tun. Also, wie gesagt, ich bin über die Fuchsschot gestolpert und schon war ich über Bord. Keine Ahnung, wo meine Mannschaft jetzt ist. Meine Mannschaft macht sich bestimmt Sorgen. Aber alles wird gut, wir sind Flügel umdrehen, wieder Verein. Ja, ich könnte es vorlesen, aber es ist dasselbe Mist wieder. Sand verborgen sein, 5, bla bla bla, such bestimmt. Ach ja. Immer dieselbe Scheiße, wenn der uns noch irgendeinen geilen Scheiß geben würde. Warte, da war doch was. Okay, wahrscheinlich weiß ich, wo sich das Wasser klatscht. Und eins. Was ist das? Ich will das haben. Nein, ich seh's nicht mehr. Aha! Oho! Ein Sandlauf-Laufkäfer. Ah, verdammt, ich hab den blöden Witz unten weggelesen. Da! Eine lila Heuschrecke. Die habe ich die ganze Zeit gesehen. Die ist mir immer abgehauen, die Sau. Nein! Sieht einen aber auch schon, bevor man dort ist, ne? Auch wenn man schleicht. Dapp nochmal. Warte mal, wir wollten die blöden Fernsprechdinger einsammeln. So, weiter geht's. Oh, jetzt habe ich gestern nachgeschaut. Ja. Das ist eine Honigbiene, die interessiert keine Sau. Ja, man kann die Häuser verschieben. Gut, hätte mich auch gewundert, wenn es nicht geht. Aber, und jetzt kommt das, nennen wir es mal Lustige dabei. Es kostet 50.000 pro Haus.
Fuck. Ah ja, und noch was. Man kann Wege bauen. Wenn man das Spiel durch hat. Ist es zu glauben? Wenn man das Spiel durch hat. Mich würde mal interessieren, wer sich den Mist ausgedacht hat. Hä, hey, was? Die bauen noch? Schweinerei. Da war immer eine, aber da ist scheinbar keine mehr. Aha! Oh. Aha! Jetzt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube 3. Oh. Nochmal. So. Nein, da kommt kein Baum hin. Geh weg. Die und der Scheiße, Mann. Eine Fundsache. Ey, die Insel ist nicht mal groß und trotzdem verlieren sie ständig ihren Scheiß. So, wo ist denn jetzt der restliche Mist? Wir müssten eigentlich noch mehr... Kokosnussbäumchen. Kokosnussbäumchen. Palmenpflanzen. Kokosnussbaum. Hä, warum habe ich jetzt so eine Teppichmuschel? Alter, ernsthaft? Mein Problem ist, ich würde es gern mehr spielen. Also. Wie Stardew Valley, du ziehst das einfach durch und machst dies und das, wobei wir jetzt eigentlich schon endlich mal Mauern und so einen Scheiß bauen können. Hey, was geht, Alter? Bist du heute unterwegs? Wie geht's denn so? Brr. Mir absolut fantastomatisch. Hast du etwas verloren? Lass mal sehen. Brr. Boah, Alter, das ist ja der Beutel, den ich verloren hatte. Das war echt super nett von dir. Als Dank kriegst du eine Belohnung. Ein Hosenbügler, nicht so verkehrt, oder? Okay, danke. Hosenbügler. Ah, weg damit. Sind wir hier? Nix. Wow, und da. Hä? Wie viele haben wir denn jetzt? 4, jetzt fehlt noch genau 1. Was soll der Käse jetzt? Her damit! Her damit! Aha! Ich hab dich erwischt. Es ist eine verdammte Muschel. Was soll denn das? Ah, also geh doch. Schick mal den Affen wieder weg. Wobei es ja kein Affe ist, aber... Hat die gekifft? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, hey, Sinn. Boah, jetzt. Hier kann man sich mega toll entspannen und das mache ich gerade. Wie geht's dir so, Sinn? Ich lege gerade eine spannende Pause ein. Kann ich dir helfen? Brr, ich will plaudern. Hast du schon unseren neuesten Neuzugang getroffen? Ich liebe es ja, neue Leute zu treffen. Die erzählen immer so viel geiles Zeug, ey. Warte mal, was wollte ich eigentlich? Achso, ja, genau. Ja, ich hab's ernsthaft wieder vergessen. Und rüber. Ah, wir hatten hier so viele Bäume gepflanzt. Wo war denn der? Hä? Oh, der war weiter oben. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl. Oh, das sind sie. Es sind meine Fernsprecherteile. Komm her, ihr Süßen.
So, Alter, wir sind hier wieder ordentlich reingequetscht. Wie ist die? Läuft das Ding jetzt? Moin Mannschaft, ich bin so euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gulliver Ende. So, das sollte reichen. Der Beste, vielen Dank dafür. Blablabla, erkenntlich. Behalte Briefkasten im Auge. Tragen Karaken überhaupt Socken? Ja. Der Nerv. Der Nerv. So, ist hier auf der Insel noch irgendwas? Nope. Sonst ist ja da eigentlich auch nichts mehr, ne? Kann ich denn hier Zeug eigentlich verschieben? Tatsächlich? Warum kann ich denn hier Zeug einfach mitnehmen? Das ist komisch. Und wahrscheinlich war alles, was außen ist, meins ist, oder? Warte mal, was wollte ich noch machen? So. Ah, verdammt, das ist wieder der normale Stein. Ich dachte, ich kriege hier die Kohle her, weil ich meinen Kredit da abzahlen will. Ich habe nämlich gestern diesen doppelt Dingster Bumster Kredit genommen, gemacht. Nee, Ankaufpreis doppelt für einen Gegenstand, für so einen Stuhl. Dann habe ich halt dann alles reingebuttert, was ich hatte. Und da habe ich dann gestern gleich mal 100.000 abgezahlt. Es fehlen aber immer noch 90. Da könnte man eigentlich bis morgen auf die nächste Stufe gehen, ne? Wenn wir jetzt hier die Kohle zusammenkriegen würden. Ah, ich schwöre, eine normale. Ah, Mist. Man hat wirklich nur noch so bestimmte Zeit ab da, wo man ankaut hat. Ich dachte, wenn man das nicht lang genug unterbricht. So. Schauen wir den da oben noch. Warum ändert sich das dämliche Ding noch? Verdammt nochmal. Ah! Müssen wir vielleicht doch diesen Doppelankauf, den wir in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, da müsste ich Dinger sammeln, Holz. Mal da oben war doch nur einer. Da hinten. Ich, wenn diese verdammte Kohle nicht brauchen würde. 16.000 kann man abkassieren bei sowas. Komm schon. Die wollen mich fertig machen. Das ist eine Verschwörung. Der ich gibt dir keine Kohle. Vereinigung. Keine Ahnung. Mir fällt nichts Scheiß ein. Ich meine, dafür habe ich teilweise Eisen ohne Ende. Ich schwitter 37, obwohl ich gestern. Ja, ich brauche jene. 37 verbraucht hat. Vielleicht haben wir Glück und die Fossilien können wir alle verkaufen. War gestern auch der Fall. Warte mal. Kann ich das kaputt machen? Oh, tatsächlich. Wenn ich oft genug durchlaufe, dann werden sie kaputt. Ich dachte mir schon, hä, was war denn das für ein Sound? Aber ich habe da gar nicht drauf geachtet. Jetzt weißt du, ob ich den verkackeiern. Das ist nicht gut. Aber wenigstens können wir noch einen Stein mauern und so ein Leben und den ganzen Mist bauen. Irgendwo müssen wir noch mal einen Stein haben. War der da oben? Halt, nein, wir müssen da irgendwo einen Stein haben. Es gibt immer einen Geldstein. Jetzt verarschen, wo ist denn der?
Das irritiert mich gerade. Aber warte mal. Ja, ich komme nur bis dahin. Dreh dich. Komm schon, dreh dich. Ich hab gesagt, du sollst dich drehen. Er dreht sich in die andere Richtung, ne? Was für ein Mistkerl. Und wir reden hier von dem Fischmann. Weh, du drehst dich jetzt, ne? Dann gehe ich irgendwas oder irgendwen kaputt hauen. Oder auch nicht. Corona-Zeiten und so. Na? Alter, komm schon. Barsch am Arsch. Okay, was wollten wir? Genau. Oh, da ist gleich einer. Gut, du musst der Geldstein sein. Wobei, na, auf unten gibt es glaube ich noch einen. Okay, es ist aber passt. Gib mir genug, gib mir genug. Komm schon, gib mir genug, habe ich gesagt. Gib mir mehr, mehr, gib's mir. Man kann, glaube ich, maximal 1600 aus dem Stein quetschen. Oder man bekommt immer 1600, kann natürlich genauso sein. So. Jetzt haben wir das erreicht. Jetzt müssen wir kurz nach Hause. Die Fossilien holen, analysieren lassen. Analysieren. Wortspiele sind Gitter. Alter, der Sound, ey. Steine habe ich dabei, gar keine. Das Lager. 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 Hosenbügler, Tatami-Bett. Können wir kurz austauschen? Passt. Wobei ich schon lange nicht mehr in den Betten gelegen bin. Lager, Feldbett, der ins Lager. So, nein, warte. Jetzt hat. Habe ich hier nicht welche Neigelig gehabt? Hier. Alter Scheiß, wie viele Steine habe ich? Nähkästchen. Was ist denn das? Hosenbügler. Achso, das war das. Das könnte ich aber trotzdem mitnehmen und verkaufen. Gelbe Textiltapete würde ich niemals brauchen, die weiße genauso wenig. Das kann alles weg. Das kann auch weg. So, jetzt müssen wir hoffentlich genug zusammenbekommen. Wahrscheinlich nicht. Oh, da ist noch so einer. Haha. Warte mal, was war das nochmal? Ein Sandlaufkäfer. Nachdem ich dich gefangen habe, bist du erstmal nur Handlaufkäfer. Tauschen. Willst du mich verarschen jetzt? Austauschen. Ja, aber dann können wir schon mal einen verkaufen, ist doch auch nicht schlecht. Aber warum ist der jetzt da? Fauler und wir müssen auch hier mal im Hotel. Im Museum mal wieder vorbeischauen. Ich will was analysieren. Zack, zack. Zack, 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 zack. Hopp, schick dich mal. Thank you.
Warte mal, wie, noch nicht eins dieser Stücke? Oder ist es nur was Neues dabei? Schnauze, Eugen. Ich habe gestern echt geschafft, dass nichts davon für ihn da war. Ja, es ist nur noch eins. Einerseits schade fürs Museum, andererseits geil für uns. Nein, geh weg. Hör auf mich zuzuschwallen, ich muss einfach los. Man müsste es abschalten können, dass der einem nicht ständig in selben Mist vor die... vor den Latz knallt. Warte mal, was mache ich da drin? Weiß wahrscheinlich so keiner richtig, ne? Karton, Karton. Ja, mit zu verkaufen. Ah, ja, 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 bla bla, 150. Hä, jetzt sind es wieder 50. Nochmal ein Gestaltungskit. Baumstammzaun. Seilzaun. Schaut scheiße aus alles. Brauche werde ich nie brauchen. Was war das oben nochmal? Meilenticket. Und Shopping. Gartenlaterne und Gartenschlauch. Schirmmütze. Südseetraum. Oh, ich hab mich so hassen dafür. Weil genau das jetzt das sein wird, was mir fehlt. Wobei es 3000 nicht wirklich schwer zu kriegen sind. Ah, Wetten, das fehlt mir. Wahrscheinlich werden mir noch mehr fehlen, aber... hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste. Das Beste! Hofft's! Mit mir! Los! Also, ich würde was verkaufen. Das da, das da, das da, das da. Das, 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 das. Das, 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 das. Und? Boah, 17 nur. Alter, das ist halt echt fast so, ne? Uns fehlen jetzt noch 10. Ah, ich könnte die Rüben verkaufen. Aber dann mache ich Verlust. Ah. Nein, 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 nein. Das ist doch scheiße. Ich wollte jetzt mein Dinger abzahlen.